Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, erlauben Sie mir 8 Anmerkungen zu einer halt etwas komplizierteren Angelegenheit. Erste Feststellung: Der angekündigte Rechtsstreit müsste unter dem Titel CSU gegen CSU wegen Selbstschädigung geführt werden. Der Länderfinanzausgleich ist nämlich 2001 vom damaligen Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden Edmund Stoiber ausgehandelt und als Sternstunde des Föderalismus gefeiert worden. Anschließend wurde er von Bundestagsabgeordneten wie beispielsweise Horst Seehofer, Peter Ramsauer oder Gerda Hasselfeld in Gesetzesform gegossen. Die CSU-geführte Staatsregierung von heute will also gegen Abkommen der CSU-Alleinregierung von 2001 klagen, sowie gegen gesetzliche Vorschriften, denen ihr eigener Ministerpräsident Horst Seehofer als Bundestagsabgeordneter zugestimmt hat. Das sucht seinesgleichen. In der Klagschrift wird die CSU sich also selber bezichtigen müssen, den Freistaat Bayern in verfassungswidriger Weise benachteiligt zu haben. Es dürfte in der Geschichte des höchsten deutschen Gerichts einmalig sein, dass eine Landesregierung sich als Klagepartei derartig selber des verfassungswidrigen Treibens und der Benachteiligung des eigenen Landes bezichtigt. Je überzeugender die Klagschrift diesen Vorwurf begründet, desto dringlicher wird die Abwahl einer nach eigenem Eingeständnis verfassungswidrig und bayernfeindlich agierenden Landesregierung dargelegt. Zweitens, zur Entschuldigung wird ausgeführt, dass der Finanzausgleich irgendwie aus dem Ruder gelaufen sei. Mit dieser Ausrede bezichtigt sich die Staatsregierung auch noch eines unverantwortlichen Dilettantismus in finanzpolitischen Fragen. Eine sozialdemokratisch geführte bayerische Staatsregierung wird jedenfalls nur finanzpolitischen Abkommen zustimmen, die vorher unter verschiedenen Annahmen über die künftige konjunkturelle Entwicklung auch präzise durchgerechnet worden sind. Wer von den Auswirkungen seiner eigenen Regelwerke überrascht wird, hat sie offenbar höchst fahrlässig zustande kommen lassen. Drittens, es fällt auf, dass die Leistungen des Finanzausgleichs über ein Jahrzehnt lang von der bayerischen Staatsregierung klaglos gezahlt wurden, als in Nordrhein-Westfalen Parteifreund Jürgen Rüttgers regierte. Ein Handlungsdruck entstand für die Staatsregierung offenkundig erst, als Hannelore Kraft Ministerpräsidentin wurde und in diesem Jahr Rot-Grün auch noch im Amt bestätigt worden ist. Das offenbart unserer Einschätzung nach den parteipolitischen Charakter der Wahlkampfaktion Karlsruher Klage. Der Zeitpunkt der Klageerhebung ist aber nicht nur parteipolitisch motiviert, sondern auch von tiefer Ängstlichkeit geprägt. Das angeblich schreiende Unrecht zu Lasten Bayerns wurde über ein Jahrzehnt lang klaglos hingenommen und die Klage soll akkurat jetzt eingereicht werden, dass die befürchtete Klagabweisung erst nach der Landtagswahl erfolgt und nur noch die Nachfolgeregierung belastet. Viertens, obwohl im Karlsruher Prozess die Verfassungswidrigkeit eines Bundesgesetzes dargelegt werden soll. Das ist ja die Behauptung der Klage. Es gibt hier ein verfassungswidriges Gesetz in Deutschland. Trotzdem hat das Dreierbündnis Merkel, Seehofer, Rösler auf Bundesebene noch keinerlei Initiative ergriffen, um die angeblich verfassungswidrigen Zustände abzustellen.
Das Gleiche gilt für den Deutschen Bundesrat, in dem Schwarz-Gelb bis zum Mai 2010 eine Mehrheit gehabt hätte. Horst Seehofer und die CSU konnten und können also offenbar nicht einmal die eigene Bundesregierung und die eigenen Parteifreunde in anderen Landesregierungen davon überzeugen, dass hier ein verfassungswidriger Zustand vorliegt und dass überfällige Verbesserungen für Bayern politisch durchgesetzt werden müssen. Von dieser totalen Isolierung der bayerischen Staatsregierung im schwarz-gelben Lager soll offenbar mit Beschimpfungen der SPD abgelenkt werden, die heute ja schon eingeleitet wurden. Fünftens, die Staatsregierung geht mit der angekündigten Klage das Risiko einer Klagabweisung ein. Sie hat offensichtlich den Kampf gegen angeblich schreiendes Unrecht so lange hinausgezögert, um dieses Risiko auf die Nachfolgeregierung abwälzen zu können. Sollte die Klage zu Zeiten der Nachfolgeregierung tatsächlich abgewiesen werden, würde dies die Verhandlungsposition des Freistaats Bayern nachhaltig schwächen und schädigen, weil sich alle Nehmerländer dann natürlich auf die festgestellte Verfassungsmäßigkeit des Länderfinanzausgleichs berufen könnten, und das würden sie dann sogar bei den vorgesehenen Neuverhandlungen vortragen können. Mit dem vermeintlich imposanten Theaterdonner wird also möglicherweise die Position Bayerns nachhaltig geschwächt, auch in der kommenden Legislaturperiode. Darüber hinaus besteht sechstens sogar die Gefahr einer Verschlechterung. Das Bundesverfassungsgericht könnte nämlich, nachdem die Rolle der Gemeinden auch beim Fiskalpakt mit Recht betont worden ist, die kommunale Finanzsituation in den finanziellen Länderausgleich stärker mit einbeziehen, als es jetzt der Fall ist. Das würde dann für Bayern auf eine Mehrbelastung hinauslaufen. Die Eingehung solcher Risiken erscheint mir unvertretbar, solange der Klageweg nicht tatsächlich die Ultima Ratio zur Wahrnehmung bayerischer Interessen ist. Aber bislang gibt es ja nicht einmal den Nachweis ernsthafter Verhandlungen, immer nur Plauderei beim Kamingespräch. Offensichtlich ist überhaupt noch nicht versucht worden, auf dem vorgesehenen Verhandlungsweg etwas zu erreichen. Man macht Theaterdonner nach dem Wahlkampfterminplan. Siebte und vorletzte Bemerkung: Ein Länderfinanzausgleich zwischen 16 Bundesländern erfordert einen komplexen Interessenausgleich, kommt wahrlich der Quadratur des Kreises nahe. Mit ihrem Solo-Auftritt als Wahlkampfauftakt wird die Staatsregierung die Reihen der Geberländer auch noch durcheinander wirbeln und die Nehmerländer zusammenschweißen. Eine Suche nach Mehrheiten kann man nicht dümmer anstellen. Eine sozialdemokratisch geführte Landesregierung wird demgegenüber versuchen, unabhängig von Wahlterminen und Selbstdarstellungswünschen eine Koalition der Geberländer zu schmieden, mit denen man das Vorgehen dann aber auch gemeinsam abstimmen muss und Mehrheiten für eine Korrektur zu schaffen, natürlich mit dem Ziel einer Entlastung der hauptbetroffenen Geberländer. Achte und letzte Bemerkung: In der Sache ist die Position der bayerischen SPD seit vielen Jahren vollkommen klar. Die Belastung von Bayern, Baden-Württemberg und Hessen im Rahmen des Finanzausgleichs ist zu groß. Der Beitrag der Geberländer müsste limitiert werden und den Geberländern muss auf jeden Fall ein Anreiz verbleiben, von staatlichen Mehreinnahmen auch selbst zu profitieren und diese Mittel nicht ausnahmslos in den Finanzausgleich stecken zu müssen. Nach 55 Jahren beklagt die CSU eine angeblich
verfassungswidrige Benachteiligung Bayerns durch den Länderfinanzausgleich. Das ist schon ein bemerkenswertes Ereignis, denn sie trägt damit nicht nur den Anspruch zu Grabe, Bayerns Interessen bisher ordentlich vertreten zu haben, nein, sie gibt auch den Anspruch auf, in der deutschen Politik Einfluss und Macht gehabt zu haben, denn sie verlässt die politische Bühne und prozessiert, aber so spät, dass das Urteil erst nach der Wahl bekannt werden kann. Herr Bundesvorsitzender, mal was tun, das war heute erst Frage von Ihrer Seite. Ja, meine Damen und Herren, ich darf noch kurz in Erinnerung rufen, dass die SPD auch im Bayerischen Landtag seit vielen Jahren ein Reformmodell von der Bayerischen Staatsregierung zum Länderfinanzausgleich eingefordert hat. Wir haben unzählige Anträge in diesem Zusammenhang gestellt, unter anderem im Juni 2010 einen Dringlichkeitsantrag. Die Staatsregierung hat weder im Bayerischen Landtag noch im Bundesrat noch auf anderen Bundesebenen noch in den Verhandlungen mit anderen Bundesländern ein solches Reformmodell konkret vorgelegt. Wir bedauern dies sehr. Ich darf noch einmal an das anknüpfen, was Christian Ude bereits dargestellt hat, dass die CSU diesen Länderfinanzausgleich ausgehandelt und beschlossen hat. Es war Ministerpräsident Edmund Stoiber, um noch mal einige Zitate in Erinnerung zu rufen, der eigens eine Regierungserklärung anberaumt hat 2001, dieser Finanzausgleich, von ihm ausgehandelt, sei bedeutsam für den Föderalismus, ein gutes Datum für Bayern und für ganz Deutschland. Ich darf ihn zitieren: Ich bin froh darüber, dass wichtige bayerische Positionen bei diesen Verhandlungen überzeugt und Eingang in die Ergebnisse gefunden haben. Wir haben etwas bewegt, kein Land erleidet finanzielle Verluste. Wenige Tage später hat der Finanzminister die Abgeordneten dann darüber informiert, dass dieser Länderfinanzausgleich auf den Weg gebracht sei, mit den Worten: Bayern habe dem Finanzausgleich zugestimmt, Zitat, da das Ausgleichsvolumen im Länderfinanzausgleich sinkt und Bayern als Zahler finanziell entlastet wird, mit freundlichen Grüßen Kurt Faltelhauser. Deshalb, meine Damen und Herren, kann man nur zur Überzeugung kommen, dass mit der Klage gegen den Länderfinanzausgleich die CSU vorrangig ihr eigenes Unvermögen beklagt. Es gibt auch ein Wort vielleicht zur Klage als solche. Es gibt mehrere Stimmen, auch bundesweit, die sagen, dass es ein solcher Gang nach Karlsruhe durchaus riskant ist, auch für Bayern. Ich möchte da den Rechtsprofessor Ulrich Hädel zitieren. Nicht irgendwie, nicht irgendwer, sondern immerhin der Prozessbevollmächtigte der Bundesregierung, gegenwärtig beim ESM-Rettungsschirm, also keiner, der irgendwie der SPD nahestünde, sondern von Schwarz-Gelb beauftragt wurde, die Interessen der Bundesregierung jetzt beim ESM zu vertreten. Er sagt, eine solche Klage sei insbesondere auch für die Geberländer, für Baden-Württemberg und Bayern, durchaus riskant. Denn das Bundesverfassungsgericht könnte zur Überzeugung gelangen, dass die Finanzsituation, die Steuereinnahmen der Kommunen auch mit in den Blick genommen werden müssten beim Länderfinanzausgleich. Sie wissen, gegenwärtig fließen die Steuereinnahmen in die Berechnung zu 64% ein. Sollte man dies erhöhen, hätte dies zur Folge, dass Bayern, anders als von Horst Seehofer intendiert, nicht weniger in den Länderfinanzausgleich einbezahlt, sondern mehr. Daher sollte man auch heute hier in den Blick nehmen, dass eine solche Klage und die anderen Geberländer Hessen und Baden-Württemberg haben das ja offensichtlich auch vor Augen, auch erhebliche Risiken birgt. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf erst einmal für die Bayern-SPD große Einigkeit feststellen zwischen dem Landesverband und der Landtagsfraktion, weil wir in der Frage des Länderfinanzausgleiches seit Jahren die gleiche Position einnehmen. Diejenigen, die ihre Position jetzt verändern, ist die CSU. Sie beklagt das, was sie selber auf den Weg gebracht hat und vorher abgefeiert hat. Und meine felsenfeste Überzeugung ist, sie tut das zum Schaden von Bayern, um jetzt in der Wahlkampfauseinandersetzung einen kurzfristigen Erfolg für sich einzuheimsen. Es ist so, wie Markus Rindersbacher und Christian Ude angesprochen haben, wenn jetzt eine Klage ohne die anderen Geberländer sogar noch eingereicht wird, das muss man sich mal vorstellen, also auch Hessen oder Baden-Württemberg sind ja nicht glücklich mit den Zahlungen, aber wenn die
zur Auffassung kommen derzeit, dass es verfassungsrechtlich keinen Sinn macht, dagegen vorzugehen. Dann liegt doch nahe, dass man vernünftig miteinander reden und verhandeln muss. Und wenn dort die Geberländer zusammenhelfen, können sie auch eine ganze Menge bewirken bei den Neuverhandlungen. Das, was jetzt passiert, ist, dass Bayern aus wahlkampftaktischen Gründen einen Alleingang macht, der zum Schluss die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Bayern mehr belastet, als wenn man vernünftig das Gespräch gesucht hat. Und ich finde es unglaublich, dass die bayerische Staatsregierung seit 2009, wo das die SPD-Bundestagsfraktion, die SPD-Landtagsfraktion gefordert hat, nicht ein einziges Papier dem Bayerischen Landtag vorgelegt hat, wie sie denn den Länderfinanzausgleich neu gestalten will. Bis heute ist kein einziges Papier da, das zeigt, es ist Wahlkampfgetöse und entsprechend muss man das auch kommentieren. Und ich bin guter Dinge, dass eine sozialdemokratisch geführte bayerische Staatsregierung dann, bevor hier alles in den Brunnen gefallen ist, vernünftige Gespräche sucht, so wie Christian Ulm das gesagt hat, und dass wir wirklich etwas für Bayern erreichen können.